Draußen ist es noch saukalt, es liegt jede Menge Schnee. Ich finde das ja toll, wenn es draußen kalt ist und stürmt und schneit und Minustemperaturen herrschen. Dann macht es Spaß, in der Küche zu arbeiten, sich was Schönes, Warmes zu machen. Ich habe in meinem letzten Video über dieses Messer hier gesprochen. Ich verlinke es euch mal da oben in der Ecke. Das ist ein chinesisches Kochmesser, ein wahres Multifunktionswerkzeug. Damit kann man viele tolle Sachen anstellen. Schaut mal in das Video rein. Für das Video habe ich alle möglichen Sachen geschnitten. Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Kohl, Kürbis, Sellerie und auch Fleisch in feine Scheibchen geschnitten. Wie man es hier zum Beispiel sieht, ganz dünn. Oder hier, wenn man so einen Schnitzel hat, wie man das zubereitet, damit es auf keinen Fall zäh wird. Die ganzen Sachen, die werde ich jetzt noch verarbeiten zu einer schönen Gemüsepfanne mit Fleisch drin. Bleibt dran! Dazu brauche ich meine große Pfanne und den Wok. Für den Wok habe ich hier extra so einen Aufsatz. Die sind ganz praktisch, kann man dann auf dem Gasherd schön verwenden. So steht er stabil. Wie man so einen Wok oder auch so eine Eisenpfanne einbrennt, auch das habe ich schon mal gezeigt, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Und weil ich den Wok schon länger nicht mehr in Benutzung hatte und naja, sieht nicht mehr ganz so ansehnlich aus, mache ich da jetzt einfach kurz Hitze rein, ein paar Tropfen Öl rein und mit dem Lappen auswischen, fertig, dann ist der wieder schön sauber. Der Wok raucht schon, Tröpfchen Öl rein, muss gar nicht viel sein. Mit einem Papierküchentuch auswischen, aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, die Dinger sind jetzt gleich saumäßig heiß. Das war's schon und das Ding dient mir jetzt als Anzünder für meinen Holzofen. Normalerweise verwende ich immer Olivenöl, auch zum Anbraten, aber wenn man irgendwas hoch erhitzen will, dann sollte man Öl nehmen, das hoch erhitzbar ist. Ich starte mit dem Fleisch. Das geht jetzt ganz schnell. Dieser Spatel hier ist außerdem total nützlich, nicht nur für einen Wok, auch für andere Pfannen. Oder wenn man mal was hat wie Lasagne oder so, kann man damit auch wunderbar raushebeln. Kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich euch mal unter dem Video. Das Fleisch ist schon soweit fertig. Dann kommen hier rein die Zwiebeln. Und die Fleischscheiben, die werde ich in der Pfanne machen. Das reicht schon mit den Zwiebeln. Die müssen gar nicht zu sehr durch werden, sollen noch so ein bisschen Biss haben. Kommt auch zum Fleisch. Und hier rein gebe ich dann meinen Kürbis. Zusammen mit dem Sellerie. Dann kommt eine getrocknete Chilischote mit rein. Die brate ich einfach mit an. Die gibt so ein bisschen Geschmack und Schärfe mit ans Essen. Kürbis und Sellerie dauern hier natürlich etwas länger, weil der durchwerden muss, aber auch nicht allzu lange. Ich lasse das jetzt hier ein bisschen dünsten. Pfanne ist heiß, da kommt auch ein bisschen Bratöl drauf. Und dann kommen da meine vorbereiteten dünnen Fleischscheiben rein. Man sieht hier richtig diese Struktur von der Bearbeitung mit dem Messer. Einmal, zweimal, dreimal, dass man einen Vergleich hat. Eine unbearbeitete Fleischscheibe. Und dass der Kürbis hier jetzt ein bisschen dünsten kann, packe ich einfach einen Deckel drüber, stelle auf kleinste Flamme und schaue jetzt mal, dass das Fleisch nicht anbrennt.
Das geht hier relativ fix. Ah, wie schön schaut das aus, ha? So. Etwas Salz. Pfeffer. So, das müsste schon fast fertig sein. Ich schaue es mir mal an. Ah, perfekt. Butterzart, total gut. Nur ein bisschen Salz und Pfeffer. Ist natürlich auch ein gutes Rindfleisch. Und zwar hatte ich da kein Filet gekauft. Auf Filet stehe ich nicht so. Lieber ein Entrecote oder eine Lende. Die sind so ein bisschen mehr durchwachsen. Fleisch bleibt auf jeden Fall viel saftiger und schmackiger. Pfanne kann ich ausschalten. Das ist auf jeden Fall schon fertig. So, hier gebe ich gleich den Kohl dazu. Ein bisschen Wirsing habe ich hier auch noch geschnitten. Und Knoblauch. Die Fleischscheiben kommen raus. Auch die etwas dickere hier müsste schon durch sein. Die ziehen hier jetzt noch etwas. Das dickere Fleischstück hier, das wollte ich ja noch testen, wegen der Zähigkeit. Ist wunderbar von innen, leicht rosa. Ist natürlich auch nicht zäh, weil es ein gutes Stück Fleisch ist. Aber wenn man mal was hat, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ist diese Methode, die ich da gezeigt habe, denkt an das Video mit dem Messer, ideal. Es darf jetzt noch ein bisschen ziehen. Na, das schaut so gut aus. Jetzt schaue ich mal, ob der Kürbis durch ist. Ja, weich ist er. Hokkaido-Kürbis schmeckt einfach immer. Diese leichte, nussige Note. Ja, köstlich. Jetzt packe ich meine Zwiebeln und das angebratene Fleisch hier mit rein. Ich merke, ich koche schon wieder mal für eine Armee. Es ist aber auch so, dass ich gerne Essen vorbereite, also mit Absicht viel koche, in großen Töpfen, in großen Mengen, damit ich einfach für die nächsten Tage gleich noch was habe. Ich muss also nicht jeden Tag dastehen und kochen, sondern gleich große Portionen für die nächsten Tage. Außerdem, wenn es zu viel ist und man hat keine Lust mehr drauf, dann portionsweise eingefrieren und kann es auftauen, wenn man Lust drauf hat und wenn man keine Lust auf Kochen hat. Darüber kommt dann noch ein Schuss Sojasauce. Ich habe hier nicht gesalzen, nicht gepfeffert. Das heißt, ihr müsst mit der Sojasauce nicht sparen. Die ist sehr salzig, sehr würzig. Man braucht kaum was anderes. Und mit rein kommt auch noch Kokosmilch. Damit koche ich schon sehr gerne. Und besonders zu solchen Gerichten passt das fantastisch. Was hier jetzt so ein bisschen hart ist, das schmilzt gleich, wenn es heiß wird. Und löst sich quasi auf. Dieser Kokosgeschmack im Essen, das ist was total Feines und harmoniert unheimlich gut mit Ingwer und Knoblauch und den ganzen Gemüsen, die da drin sind. Beim Kaufen von Kokosmilch achte ich außerdem immer drauf, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Es reicht Kokosmilch und vielleicht noch Wasser. Das wird jetzt noch einmal durchgemischt. Dann wird abgeschmeckt. Super, da fehlt gar nichts durch die Sojasauce, durch die Kokosmilch, durch das viele Gemüse, was drin ist, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Kürbis und so weiter, gibt das so einen schönen Eigengeschmack. Da fehlt nichts an zusätzlichen Kräutern. So, jetzt richte ich noch an. Das geht auch wieder mit diesem Spatel hier so dermaßen gut. Was noch drauf passen würde, habe ich jetzt aber nicht frisch da, ist Koriander. Und zwar die frische Variante, nicht die Samenkapseln, sondern frischer Koriander, klein schneiden, bisschen drüber. Das ist auch was fürs Auge, ein bisschen grün. Jetzt nehme ich noch die Fleischscheiben, schneide sie einfach in Streifen. Und die kommen hier jetzt auch noch drüber.
bisschen tiefgefrorene Petersilie noch. Hatte ich ja so viel dieses Jahr. Das ist einfach noch was Hübsches. Und Petersilie passt ja fast überall dazu. So. Ah, schön. Ah, das schaut doch schon richtig gut aus, oder? Ich habe 2 Portionen. Wer mag mitessen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Probiert's doch einfach mal aus. Schmeißt Gemüse in die Pfanne und zwar das, was ihr gerne esst. Und dann mit ein bisschen Sojasauce, mit ein bisschen Kokosnussmilch. Fleisch könnt ihr ranmachen oder weglassen, wie ihr das mögt. Sowas kann man auch wunderbar vegetarisch bzw. vegan essen. Und dann verwöhnt euren Liebsten oder eure Liebste damit. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen rauf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Ricotti. Ciao. So, wer mag mitessen? Essen ist fertig. Wer mag mitessen? So, fertig. Wer mag mitessen? So, fertig. Wer mag mitessen? So, fertig. Wer mag mitessen? Schreibt mir in die Kommentare unten rein. So, fertig. Schaut doch schon viel besser aus. Ah, das sieht doch richtig gut aus. Boah, das schaut doch richtig gut aus. Probiert's doch einfach mal aus, sowas nachzukochen. Eine noch. Ah, das schaut doch schon jetzt richtig gut aus. Ich habe 2 Personen. Ah, das schaut doch schon jetzt richtig gut aus. Kriege ich es heute noch zusammen?